Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und es ist schon wieder Sonntag und das heißt, Sonntag ist Verlosungstag. Ihr könnt zu verschiedenen Filmtiteln, die dieses Mal zugegebenermaßen nicht ganz so bekannt sind wie letzte Woche, das ein oder andere Exemplar für Umme abstauben. Ich werde euch zeigen, um was es genau geht und werde euch dann einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare schreiben und vervollständigen soll. Damit nehmt ihr an der Verlosung teil und habt dafür 48 Stunden Zeit bis kommenden Dienstag um 15 Uhr. Datum und Uhrzeit steht auch nochmal in der Infobox. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist, ermittle ich per random.org, also per Zufallsverfahren aus, welche Kommentare gewonnen haben und schreibe die Gewinner per YouTube-Nachricht direkt an. Schreib dann herzlichen Glückwunsch, du hast das und das gewonnen. Ich brauche noch deine Adresse, um dir es zuzuschicken. Und zack, ein, zwei Tage später habt ihr eure gratis Exemplare für Umme im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Und dann fangen wir am besten einfach mal an. Nummer 1 ist, beziehungsweise eines der Hauptsachen sind drei Fan-Pakete oder drei Doppel-Blu-ray-Pakete mit den Filmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier so auffächern. Meine erste Liebe und The First Time. Quasi Kuschel-Schmuse-Filme, die Geschichte erzählt auf der einen Seite von meiner erste Liebe hier drüben von Sarah, einem jungen Mädchen auf einem Internat, die eigentlich sehr geplant ist, auf jede Situation im Leben vorbereitet, als dann aber ein Junge auftaucht namens Zachary, der irgendwie anders daherkommt. Ein romantisch, melancholischer Frauenschwarm. Ergibt sich eine Liebe, bei der man sich fragen muss, ist sie nur auf Zeit? Kann sie bestimmte Mauern überwinden und vor allem bestimmte Ideale? Und eben ein Liebesfilm aus Frankreich, wenn man so will. Und als nächstes The First Time, die Geschichte von Dave, der eigentlich was von Jane will, und die Geschichte von Aubrey, die wiederum einen anderen Typen datet, aber beide treffen sich auf einer Party und aus einem belanglosen Gespräch wird dann eigentlich doch mehr. Und es geht eben um das erste Mal und auch die Frage der Liebe, Treue und Verbindung auf einer etwas tieferen Ebene als jetzt meine erste Liebe hier drüben. Es geht eben um das erste Mal und auch um das Thema Sex. Ja, Kuschel, Schmuse, Filme quasi. Wer Lust hat, daran teilzunehmen, da gibt es quasi drei Pakete. Das heißt, die gewinnt immer jeweils eine Blu-ray von jedem einen Film. Das heißt, jeder gewinnt quasi zwei Blu-rays. Ich hoffe, ihr versteht das. An der Stelle, um daran teilzunehmen, Freunde, schreibt in die Kommentare einen Kommentar. Und es ist unglaublich warm heute hier über Berlin. Man sieht schon, ich schwitze jetzt schon beim Drehen, aber was soll's. Schreibt hier in die Kommentare das Kommentar. Robert, mein Lieblingsschmusefilm, der vielleicht sogar ein klein wenig peinlich ist, ist nämlich dieser und jener. Das heißt, da schreibt ihr jetzt mal so als kleine Beichte rein, welchen Film in diese Richtung findet ihr unglaublich geil. Ich gebe es zu, bei mir wäre es wahrscheinlich Coyote Ugly. Die finde ich richtig gut, auch wenn er so ein bisschen liebessülzig daherkommt. Ich finde den großartig. Und das zweite, was ihr gewinnen könnt, Freunde, ist eine DVD jeweils von dem Film oder der neu geprinteten Auflage von The Day After, der Tag danach. Ein Klassiker, der die Geschichte erzählt von einem Atomangriff auf die USA, im speziellen Kansas City. Denn das gibt es nicht mehr. Wenige Überlebende müssen gegen die Strahlung kämpfen und finden sich eben in einem Endzeit-Szenario wieder, mit dem man so nicht rechnen konnte, bei dem auch andere Motive zugrunde liegen als gewöhnlich bei Filmen in dieser Richtung. Sehr spannend gemacht und hier in der Uncut-Version zu haben. Und dort schreibt ihr in die Kommentare, Robert, mein Lieblings-Endzeit-Film ist. Dann schreibt ihr, welcher das ist und warum. Jedes Kommentar in diese Richtung nimmt an der Verlosung für The Day After teil. Beispiele wären jetzt zum Beispiel, wenn ihr nicht wisst, dann Filme wie Mad Max, Book of Eli, Waterworld oder Filme in diese Richtung eben. Bin ich gespannt, schreibt das auch gerne in die Kommentare und so einfach nehmt ihr an der Verlosung teil. Das war's jetzt auch mit dieser Verlosung für heute. Nächsten Sonntag gibt's eine neue. Ihr habt also bis Dienstag Zeit. Schreibt fleißig Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn ihr diese Verlosung mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Generell macht ihr das für euch, weil dann die Verleiherfirmen immer sehen, oh, diese Gewinnspiele sind ja voll beliebt hier auf YouTube und dann kriegt ihr in Zukunft hoffentlich immer mehr Exemplare angeboten. Okay, das war's jetzt. Was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall schaut gerne, wenn ihr Lust habt, bei meinen letzten beiden Kino-Reviews vorbei oder bei Twitter und Facebook, wenn wir über Filme noch eine Runde schreiben wollen oder abonniert diesen oder meinen Zweitkanal. Wenn ihr keine Videos mit mir verpassen wollt, lasst es bleiben. Wenn doch, das entscheidet nur ihr und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntagabend. Morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.